Machen wir die beiden. Ein Fehler der Natur, der sich leicht korrigieren lässt. Seht nur, wie das sterbliche Ungeziefer fließt. Hey, der ist schon tot. Da ist auch schon was tot, schade. Welchen oben? In ja, wo? Scheiß Tür auf. Achso, geil. Geht hier unten rechts. Allerdings würde ich gerne wieder zurück auf dem Schwert gehen. Besser. Höhlenblüten reagieren nur auf die Gegenwart von Magie. Ob an euch vielleicht mehr dran ist, als es den Anschein hat? Weiß nicht. Verwende die Zifferntasten, um eine deiner aktiven Fähigkeiten vorzubereiten. Drücke, um deine Fähigkeit Sturmbolzen einzusetzen. Okay. Unglaublich. Was seid ihr? Der Magie. Welch eine Macht! Okay. In Mimo. Bla bla bla. Der Mana fühlt sich auch noch eine Zeit wieder. Ist ja nix. Da ist so eine Kiste. Erstmal das mitnehmen. Spires! Toll! Ja, muss schon irgendwie die Richtung drücken. Oh, ein Zauberstab. Jetzt bin ich gespannt. Der Tunnel ist vollständig bedeckt. Vielleicht könnt ihr uns ja mit diesem Stab einen Weg hindurchbrechen. Okay, das ist nicht auf Entfernung, habe ich das Gefühl. Nicht noch. Verbrennt sie, los, verbrennt sie! Ey, ich wollte gerade wegrollen. Was habe ich hier? Ins. Okay. Okay, der Stab ist eigentlich auch nicht so scheiße, aber irgendwie trotzdem. Aber irgendwie doch. Auch nicht.
Kurve macht. Hey. Okay, ich kann nicht rollen, wenn ich in der Zone bin. Beeilung, verschwindet von hier! Ich habe einen Heiltrank genommen. Ich will noch mal zwei bekommen, das wäre gut. Ist das so ein bisschen... Gehen wir weiter. Stirb, dreckiger Tuata! Moment, ihr gehört nicht zu ihnen. Ansel, ihr seid am Leben. Und wer ist das hier? Genau das versuche ich rauszufinden. Er ist aus dem Quell gekommen. Wie bitte? Dann sollt ihr besser reingehen und den alten Mann aufsuchen. Schnell, bevor diese Tour... Hier trennen sich unsere Wege. Aber nehmt euch einfach alles aus dieser Rüstkammer, was ihr wollt. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen für euch. Sorgt einfach dafür, dass ihr es zu Yus schafft. Wir können die Tuata hier aufhalten. Was mache ich? Ich brauche mir Hilfe. Ich kann nichts mehr für euch tun, außer hier zu bleiben und die Tuata aufzuhalten. Aber immerhin ist das hier ja die Rüstkammer. Durchsucht die Truhen. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen für euch. Mit ein wenig Glück sehen wir uns dann draußen. Wir sehen uns draußen, falls es das Schicksal so will. Die Rüstkammer, okay. Einfache Kleidung befreit Körper und Geist. Deshalb wird sie von Magiern bevorzugt. Lederrüstungen sind zwar dünn, dafür seid ihr in ihnen aber auch schnell genug, um einem Gegner an die Kehle gehen zu können. Weiß nicht. Ah, eine Plattenrüstung. Nichts schützt einen besser als mehrere Schichten undurchdringliches Metall. Ein Klassiker. Hier, und welches von denen ist es besser? Volltreffer 12. Ist aber nicht ganz so kaputt. Blunder. 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 Ich kann ihn abhalten. Hier ist ja bestimmt noch ein Magierstab, aber das Schwert behalte ich trotzdem. Ich kann ich nicht plündern. Nicht im Plünderpark. Okay. Machen wir das mal so. Gespeichert. Alles klar, ein Traum. Komm erstmal weiter. Frage, wo geht's weiter? Schade. Okay. Höchstwahrscheinlich geht's hier weiter. Da brauchen wir zumindest kein Mana. Ich habe das Gefühl, dass ich erst meinen ersten Endfight habe. Meinen ersten Zwischenboss oder sowas. Geht er jetzt erstmal nicht rein?
Bücher sammeln, okay. Die Tür auf. Laboratorium. Das Hogwarts oder was? Ja, bestimmt. Ihr habt es geschafft. Und seht euch nur an. Trotz allem, was ihr durchgemacht habt. Die Duata, eure Rückkehr von den Toten. Bitte entschuldigt. Das alles muss schrecklich verwirrend für euch sein. Ich bin Fomoros Jus und dies ist mein Laboratorium in Alistar. Alles, was ihr hier seht, dient nur einem einzigen Zweck, dem Seelenquell, dem Streben nach Unsterblichkeit. Und ihr seid mein erster Erfolg. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Es gibt so vieles, was wir voneinander lernen könnten. Okay, was geht hier vor? Uns fehlt im Moment die Zeit für lange Erklärungen. Die Tuata sind hier, um meiner Arbeit ein Ende zu machen, aber ich glaube nicht, dass sie von euch wissen. Noch nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir euch wohlbehalten hier rauskriegen. Ihr seid der einzige Beweis für das, was wir erreicht haben. Ich bin vielleicht nicht in der Lage, den Quell zu retten, aber ich kann dafür sorgen, dass ein einziger Erfolg in Sicherheit ist. Und wo sind wir? Wir sind in den Feilenlanden, meilenweit vom Krieg entfernt. Ich dachte, hier wären wir vor ihm sicher. Aber wie es scheint, haben einige der Tuata dennoch den Weg hierher gefunden. Okay. Ja, noch weitere Fragen. Selbstverständlich habt ihr das. Aber bitte, wir müssen uns beeilen. Okay, gut, ich bin bereit. Gut, sehr gut. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Lass uns hier verschwinden. Ja, ihr habt recht, ich habe meine Aufzeichnungen. Aber das Wichtigste ist, dass euch nichts zustößt. Es ist einfach so, dass ihr... Faszinierend. Einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wodurch es bewirkt wurde, aber irgendwie... Nun, wie ich schon bemerkte, bin ich nicht sicher, was... Ich sollte vielleicht mal nachsehen. Herr! Professor Hughes! Attentäter! Sie durchstreifen die Hallen! Sie sind bereit... Oh, ich wurde hintergangen. Wir müssen euch hier rausschaffen. Und zwar schnell. Folgt dem Weg bis ins Dorf Gorha. Sucht nach Agard. Er ist ein Freund. Vielleicht kann er helfen. Und was auch geschieht, ihr müsst überleben. Lauft! Lauft! Weniger kleiner Zwerg. Wie lang laufen? Das ist wahrscheinlich. Willst du dich schneller bewegen, drücke Steuerung links. Oh, wow. Wenn du nichts ist echt eine scheiß Taste. Lasst uns den Kreislauf nähern. Findet euren Frieden, Sterbliche. Turm? Stücke? Kann ich mal kurz was ändern? Z.
zwar sprinten. Finde ich auf alt irgendwie einfacher. Ach du Scheiße. Aua. Ich muss Schwert auswählen. Fällst voll. Okay. Was ist das denn, Leute? Ein knappes Ring. Ist. Erleben. Nicht schlecht. Na, was Schönes? Gut, ich habe den Troll erledigt. Auch gar nicht so schwer. Da geht's nicht mehr zurück. Ein Traum. Muss ein Level up. Escape. Stufenaufstieg. Oh. Sinnesschärfe finde ich erstmal. Skillpunkte. Macht, Raffinesse, Zauberkraft. Okay. Das ist die Frage, diese Chakuti. Welche waren das? Das ist Bogen. Also die Frage, ob das schlau ist, da schon jetzt rein zu die eine beide, sie kann das Schwert, ist das Schwert? Ich mach Schwert auf jeden Fall 1. Hier 1. Und den wollen wir mal. Soll ich jetzt? Ich nehme. Ah, okay. Das war doch geladener Schlag, alles klar, okay.
gesagt, dass wir mehr Wachen brauchen. So. Hat's überhaupt nicht gehört. Keine Regeneration. Schade. Hey, wer seid ihr jetzt alles? Könnt ihr aber nicht reden? Der ist tot. Wer redet? Noch ein Überlebender? Aber ich habe euch nie im Turm gesehen. Wart ihr einer der Assistenten des Professors bei den Projekten da unten? Ist er zusammen mit euch entkommen? Er hat sie für mich abgelenkt. Das passt zu ihm. Professor Hughes war sehr gewitzt. Will sagen, ist. Er ist sehr gewitzt. Er hat bestimmt einen Ausweg gefunden. Ganz sicher. Wenn du das sagst. Wir müssten hier sicher sein. Zumindest für eine Weile. Ich habe euch da drin kämpfen sehen. Von eurer Sorte hätten wir mehr brauchen können. Hatten sie wirklich einen Troll? Das riesige Festing? Ja. Ich weiß nicht, wie die Tuata uns gefunden haben, aber wenn sie einen Troll dabei hatten, war es sicher kein Zufall. Das Schicksal war gnädig und hat diesen Durchgang hinter euch einstürzen lassen. Sonst hätten sie uns weiterverfolgt. Schicksalsweber? Pfah! Scharlatane! Hughes schwört auf sie, aber ich will verdammt sein, wenn ich meine Zukunft ein paar Karten anvertraue. Alles durchklicken, ja. Wir haben hier mit dem Bau begonnen, als in den Minen in der Nähe Prismere gefunden wurden. Aber wir hätten nie gedacht, dass wir so weit westlich Tuata zu Gesicht bekommen würden. Der Sinkquell? Der Quell war fantastisch, aber es erforderte Unmengen an Prismeren, um das Ding aktiv zu halten. Deshalb haben wir es so nahe bei den Steinkerzenminen errichtet. Es wurden sogar Tunnel angelegt, um die Kristalle direkt zum Quell zu bringen. Ich habe ihnen gesagt, dass das nicht sicher ist. Damit hatte ich wohl recht. Mal wieder. Hey. Hughes ist weggelaufen, sagt ihr? Da würde ich mir keine Sorgen machen. Der alte Mann ist zäher, als er aussieht, und er hat immer einen Plan. Und die Trolle. Eigentlich sind sie eine Art von wilden Feien, die mit denen des Hofes des Sommers und des Winters verwandt sind. Sie sind schon ungebändigt gefährlich genug, aber die Tuata setzen sie auch in ihre Armee ein. Okay. Viel Glück da draußen. Mal alles mit dem. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns erneut nachstellen. Was sagt Erwin, Schicksalsweb? Oh, ihr meint Agathe. Ihr besucht Hughes hin und wieder. Ich habe nie herausgefunden, warum die beiden miteinander auskommen. Denn er ist zwar freundlich, aber ein wenig seltsam. Ihr müsstet ihn in Gorhard finden. Einfach die Straße entlang, hinter den Ruinen. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Alistar? Alistar ist abgelegen genug, um nur wenige Besucher anzuziehen. Und bei unseren Forschungen bedeuten weniger Besucher auch weniger Fragen. Okay, der Seelenquell? Brillante Idee dieser Seelenquell. Holt Tote aus dem Äther, baut ihre Körper neu auf und erweckt sie wieder zum Leben. Zumindest sollte er das tun. Jetzt erfahren wir wohl nie, ob er funktioniert hätte. Oops. Wir wussten alle, dass Fomorus ein Genie war. Aber ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel, ob er es schaffen würde, Tote wieder zu erwecken. Die Tuata waren anscheinend nicht sehr erfreut, dass es funktioniert hat. Tuata. Ich verstehe die Tuata einfach nicht. Ich meine, die meisten Feien sind nicht gewalttätig. Die wilden Feien manchmal schon, aber auch nicht mehr als normale Waldtiere. Aber die Tuata sind so eine Art Kult unter den Winterfeien. Bevor sie in Eratel einmarschiert sind, hätte sich niemand vorstellen können, dass Feien jemals in den Krieg ziehen würden. Großes Problem gerade. Mächtig. Wir müssten hier sicher sein. Zumindest für eine Weile. Nur was, was ich kochen will. Nervig.
heißt das mit Quest hier? Das ist wieder. Daraus noch nichts. Wir gucken, wann die enden können. Also keinen Sinn. Reagenzen. Aber kriege ich jetzt gar keine Reagenzen, solange ich irgendwas in die Bild habe, oder? Einfach die Wölfe. Moin! Willst du mich jetzt verarschen, oder? Was ist denn Eisenkrug? Ich habe eine Regenze bekommen. Ah, also kriegt man doch eventuell noch mal welche. Die Chance ist wahrscheinlich noch relativ gering, dass ich welche bekomme. Oh. Moin, wer bist du denn? Bruder, bist du's? Ihr kommt aus dem Turm, nicht wahr? Mein Name ist Agat. Vielleicht könnt ihr einem alten Schicksalsweber ja ein wenig unter die Arme greifen, hm? Was ist ein Schicksalsweber? Schicksalsweber betrachten das große Gewebe des Schicksals. Seine Fäden zeigen uns, wie sich ein Leben entwickeln wird. Aber die Zukunft zu kennen und in der Lage zu sein, sie zu ändern, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Hughes hat mich zu euch geschickt. Tatsächlich. Der arme alte Fomerus Hughes, er hat immer respektiert, wie die Welt funktioniert. Es ist wirklich traurig. Vermutlich ist er inzwischen schon tot. Na, wieso denkt ihr, dass er tot sei? Die Karten hatten mir verraten, dass der Seelenquell funktionieren würde. Aber auch, dass der Tag von Hughes Erfolg gleichzeitig der seines Todes sein würde. Er hat es ziemlich gut aufgenommen, um ehrlich zu sein, auch wenn wir anschließend einiges getrunken haben. Und ihr mir helfen? 5%? Ich wünschte, ich könnte es, aber die Zeiten sind hart. Ich habe selbst kaum genug, um meine Zeche zu bezahlen. Die Karten. Ihr wisst wirklich nicht besonders viel, oder? Ein Schicksalsweber greift die Fäden des Schicksals.